Hey ho, meine Lieben! Heute ist mal wieder Burger-Time. Ja, was machen wir für Burger? Eigentlich relativ ganz einfache Fladenburger mit Paprika. Was verstehe ich jetzt darunter? Kleine Fladenbrote, Patty rein, Paprika rein und so weiter und so fort. Das seht ihr gleich. Dazu probieren wir heute ein Hackfleisch aus vom My Steak Shop. Und zwar ein australisches Rinderhackfleisch. Ich bin ja gespannt, ob das schmeckt. Hier steht drauf, zubereitet, tiefgefroren. Ja, schön langsam aufgetaut und das werden wir heute mal ausprobieren. Wenn jetzt wieder einer meint, oh, haben wir hier kein Hackfleisch, kommt aus Australien. Ey, mein Gott, die Welt ist ein Dorf. Was habt ihr für Klamotten an? Schaut doch mal, wo das hergestellt wird. Oder was fahrt ihr für ein Auto? Kommen eure Handys aus Deutschland? Also von daher finde ich das vollkommen okay. Gut. Ich werde jetzt darüber gehen und einfach loslegen. Und alles, was wir für unsere einfachen Burger hier jetzt benötigen, sollte eigentlich jetzt schon hier liegen. Ah ja, mein Schatz hat hier schon die Fladen fertig gebacken. Nimmt übrigens auch sehr gerne zum Backen herin die Backmatten vom Grillmatz. Dann habe ich mir wieder hier mein Gitter zurechtgelegt. Zwiebeln sehen deswegen so aus, weil es war noch ein Zwiebelfundus. Ihr wisst ja selber, wie die aussehen, wenn sie schon etwas grüner werden wieder. Und deswegen, ja, habe ich die Zwiebeln halt so. Und jetzt schauen wir uns erstmal das Hackfleisch an. Ja, schönes Rinderhack. Und ich bin hier echt gespannt. Zubereitet und tiefgefroren. Zutaten, Rindfleisch, Salz, Pfeffer. Tja. Das heißt, die sind schon fertig gewürzt. Oder? Rein theoretisch sind die fertig gewürzt. Hast du recht, mein Schatz. Und das werden wir nachher ganz einfach ausprobieren. Ah ja, ich war ja mit den Zutaten noch nicht fertig. Paprika werden wir auch dünn aufschneiden, nachher einfach mit drauflegen, ein bisschen Salat drauf und den guten Romans Bester Ketchup. Paprika. Einmal nochmal durchkneten und dann können wir eigentlich schon anfangen mit unseren Patties zum Bauen, Pressen. Reicht doch eigentlich schon. Ja, was eigentlich eine Schüssel? Das Gitter legen wir jetzt einfach mit unseren Zwiebeln aus. Dann schnappen wir uns über so eine Bolle. Machen wir uns ganz einfache kleine Patties. Also wir können ja auch mehr auf ein so Fladenbrötchen dann drauflegen. Und legen die hier drauf. Auf die Zwiebel, gell? Ja. Zwiebeln von beiden Seiten. Das mache ich jetzt soweit fertig und dann hole ich euch wieder hinzu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, immerhin 7 Stück geworden. Mehr oder weniger gewaltige Patties. So, dann verteilen wir oben drauf noch unsere Zwiebeln. Aber ich liebe es, wenn der Zwiebelsaft da gleich direkt mit ins Fleisch reingeht. Ich finde es einfach klasse. Hat sich ja schon mehrfach bewährt, diese Methode bei mir. So, tun wir
hatte ich noch irgendwo mit drauf. Den Fetzen hier. Und dann klappen wir unser Gitter zu. Und schwuppsiwupp kann man ausgehen und es komplett, wie es ist, auf den Grill stellen. In der Zwischenzeit werden dann noch die Paprikas in dünne Streifchen geschnitten, der Salat ein bisschen klein gemacht. Ja, und wir gehen jetzt an den Grill und nachher erinnern bauen wir es zusammen. Ganz logisch. So Leute, dann wollen wir mal unsere Kohlen hier einfüllen. Jede Menge und das reichlich. So wie es sich gehört. Bisschen verteilen. So dass wir halt überall ein paar glühende Kohlen haben. Und wisst ihr, was das Beste ist? So langsam wird es auch für die Hände wieder Frühling. Sprich, ich kann sie endlich wieder schrubben und euch zeigen. Ja, wo habe ich jetzt das Gitter? Dann lassen wir jetzt noch kurz den Grill aufheizen. Der ist voller Blütenstaub. Ja, so ein Weber mit einem leichten gelben Touch hat schon was. Wo kommt dieser gelbe Touch her? Unsere Haselnuss. Von unserem Haselnuss, genau. Und ja, das so ein... Da hatten wir jetzt 3 Tage ein Bienenvolk drin. Wahnsinn, Wahnsinn. Das einfach da sich hier genährt hat. Ja, die haben hier gesurrt und gewumselt. Und da habe ich mich ehrlich gesagt nicht getraut, hier zu grillen, um die armen Bienchen nicht zu verscheuchen. Okay, Leute. Aber zurück zum Wesentlichen. Wir schmeißen unsere Patties auf den Grill. Einmal von der Seite, von der anderen Seite, vielleicht nochmal zurück. Wir werden sehen. Ja, Leute, und einige werden es bestimmt schon gemerkt haben, diese Folge ist nicht in 4K. Warum? Ja, die Camps sind beide unterwegs. Mehr sage ich jetzt dazu einfach nicht. Also, selber schuld. Ja, ja, danke schön, danke schön. Aber egal, ich mache trotzdem weiter, wenn auch nur in HD. Aber ich glaube, ihr könnt trotzdem alles gut genug erkennen. Aber jetzt schauen wir wieder hier runter. So, dann schauen wir mal schnell rein. Keine Ahnung, wie lange jetzt. Aber wahrscheinlich ist es noch zu wenig zum Umdrehen. Definitiv. Ja, definitiv noch zu wenig. Also machen wir wieder zu. Drehen wir weiter. So, Freunde, aber wisst ihr, was mich noch ganz gewaltig in der Finger juckt? Das ist, hier meine Terrasse fertig zu machen. Mein Grillplatz. Ich habe jetzt beschlossen, ich werde mir so Terrassendielen holen und die oben ja zurechtkratten und oben drauf schrauben. Dann haben wir hier wieder auch ein Stück weiter. Ja, das gibt dann wieder ein Bauupdate vom Grillplatz. Geile Sache, oder? Okay, aber jetzt schauen wir da rein, weil das qualmt wie verrückt. Ich hoffe mal, ich habe jetzt nicht zu lange gequasselt. Aber es muss ja qualmen, weil das Fett ja direkt in die Glut reintropft. Ja, das hätte ja noch können. Aber wir drehen es ja nachher eh wieder um. Und das Ganze eben, wie gesagt, 2-3 Mal, bis wir das Gefühl haben, dass die Patties fertig sind. Gut. Tja, dann quassel mal doch weiter. Warum quassel ich jetzt so viel? Ganz einfach, ich habe gerade drinnen am Monitor Video vom Dirk Hein und Barbecue laufen. Junge, du hast mich vergessen. Ich habe damals noch gesagt, vergiss dein
Fleischstückchen nicht. Ja, und das hat er gar nicht im Video erwähnt. Zumindest bis jetzt noch nicht. Ich habe es ja noch lange nicht durchgeguckt. Okay, Leute, aber bevor ich mich jetzt hier verquassel, das mit dem Fleisch am Grill habt ihr gesehen. Ich bringe jetzt mal schon mal die Cam rein. Sonst habe ich wieder beide Hände voll. Und wir machen dann drinnen gleich weiter mit dem Zusammenbauen. Auf! So, Freunde, da liegen sie nun. Warum habe ich hier die Spachtel liegen? Ich habe das Gitter schon geöffnet und vorsichtig abgelöst mit der Spachtel. Schatz hat hier Paprika klein gehobelt, die Buns schon aufgeschnitten, ein bisschen Salat. Und Leute, heute schauen wir Schatz beim Zusammenbauen zu. Ja. Unten oben Ketchup. Leute, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich habe sie hinten eigentlich zusammengelassen, dass man sie so richtig füllen kann. So, und nun? Nun ist unser paprikalastiger Fladenburger fertig. Ja, Leute, dann bleibt mir nur noch das Probiererchen oder Probiererle, dass wir es auch richtig gesagt haben. Schatz noch schnell die Limo gebracht, aber Leute, das Ding sieht doch mal richtig geil aus. Und ich freue mich jetzt, den zu probieren, besonders wächst diesen Hackfleisch. Da bin ich jetzt echt gespannt. Ich habe sie jetzt erstmal runter essen. Ich habe die Burger jetzt durchgebraten, eben weil es kein frisches Rinderhack war. Aber ich muss sagen, das Hackfleisch ist sehr lecker und vom Würzen her hätte man noch etwas dazugeben können, aber fein. Was fehlt noch? Ganz klar, das Fazit. Hier merkt man wieder, wie die Geschmäcker auseinandergehen. Ich persönlich hätte gesagt, man kann noch etwas nachwürzen. Also auf alle Fälle etwas Salz und etwas Pfeffer. Mehr hätte ich da aber jetzt auch gar nicht reingetan. Mein Schatz hat gesagt, beim Essen, also da darf man gar nichts mehr nachwürzen, sonst geht der Fleischgeschmack verloren. Unterschiedliche Geschmäcker. Das kann jetzt jeder für sich entscheiden. Wer das ausprobieren möchte, dieses Hackfleisch vom My Steak Shop. Ich glaube, ich packe unten noch einen Link dazu rein. Ja, Gesamteindruck von dem Burger. Die Fladenbrote von meinem Schatz dazu. Sehr lecker. Sind uns ehrlich gesagt schon fast lieber als normale Burger Buns.
Der Romans Bester Paprika Ketchup hat da hervorragend dazu gepasst. Der hat eine leichte Schärfe. Wunderbar. Echt genial. Dann eben noch die Paprikas drauf. Schön fein gehobelt. Eingedicht. Also Leute, ich bin mal richtig satt. Ich habe 2 Teile jetzt gegessen. Mir reicht's für heute. Okay. Gibt's sonst noch was zu sagen? Nö. Heute nicht mehr. Also, Daumen nach oben, wenn das Video gefallen hat. Freundlicher Kommentar, tät mir natürlich auch ganz gut. Oder tät mir ganz gut gefallen. Ja, und ansonsten, mein Schatz, willst du noch was dazu sagen? Nein. Nein? Du hast alles gesagt, was ich gesagt habe. Okay, dann habe ich alles gesagt. Okay. Ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ganz einfach. Ciao.